Der Bikepark mit der schlechtesten Google-Bewertung. Aber ich zeige euch, wer in diesem Park trotzdem sehr viel Spaß haben kann. Wir haben wie immer 6 Kategorien und wir starten einfach direkt. Es gibt 2 Trails und dazu noch ein paar kleinere Abschnitte, zum Beispiel die Jumpline. Einmal eine Flowline und einmal eine Downhill-Strecke. Über die Flowline will ich ehrlich gesagt gar nicht viel Worte verlieren. Die Hälfte des Trails ist auf einer Forststraße, auf einer recht kiesigen Forststraße, recht gefährlich, sind viele Wanderer unterwegs, also ist eher so mittel. Den bin ich tatsächlich auch nie gefahren, ich bin immer direkt die Downhill rein und dann weiter unten erst auf die Flow. Aber für Anfänger ist es vielleicht sinnvoll, weil am Anfang direkt in die Downhill rein zu starten, könnte ein bisschen schwierig sein, wobei die auch nicht viel schwieriger ist als eine kiesige, lose Forststraße. Dann geht der Trail auch los und dann ist es eine etwas untypische Flowline, aber es ist eine Flowline. Alles recht steinig, recht ausgebombt, recht ausgewaschen, aber nicht so extrem schlimm. Auf der Line gibt es immer mal wieder ein paar Holzelemente, mal ein paar Sprünge, viele 180-Grad-Kurven, so kleine Serpentinen runter. Eigentlich alles recht nett und für Anfänger auch gut machbar, wenn sie auf Steine gut fahren können. Weiter unten geht es dann noch in eine Jumpline. Rechts eine etwas größere, links eine etwas kleinere. Die größere Jumpline, die Red Chili, ist auch echt richtig, richtig cool. Also ich bin ja eigentlich jemand, der Sprünge gar nicht mag, aber die haben mir echt gefallen. Oben gibt es erst zum Einstieg so einen Drop, der ist recht groß, aber geht eigentlich ganz okay. Dann einen kleinen Table, dann ein Double und dann nochmal ein Double. Und die sind alle cool zum Reinkommen oder cool zum sich so rantasten, weil die Absprünge nicht so steil sind. Also sind alles so ein bisschen so Stepdowns. Heißt, man braucht jetzt nicht die beste Sprungtechnik, um die zu springen, sondern man drückt sie einfach so ein bisschen aktiv weg und dann gehen die eigentlich echt gut. Aber jetzt zu der Line, die wirklich richtig cool ist. Das ist die Downhill-Line. Und ich bin ehrlich, vor der ersten Abfahrt war ich ein bisschen skeptisch. Man hat es ja schon gesehen vom Lift aus. Und ich wusste nicht ganz, ob die funktioniert, ob das Spaß macht. So, ich schaue mir jetzt mal die schwarze an. Testen wir mal. Ganz langsam. Schon mal hier so ein bisschen, naja, Alpen-Enduro-Trails. Okay, kleiner Sprung. Noch ein kleiner Sprung, leichter Pace. Aber als ich dann das erste Mal runtergefahren bin, war ich wirklich echt überrascht. Die macht richtig, richtig Bock. Und es ist auch was, was ich so noch nie in einem Bikepark gesehen habe. Also diese extrem steinige Untergrund, dann wieder recht steile Kurven, aber auch recht steile Abschnitte, die dann wieder mit so Steinen und Felsen besetzt sind, gibt es einfach so nirgendwo oder habe ich so noch nie wirklich gesehen. Klar, natürlich, Wurzeln sind auch sehr cool. Da gibt es auf der Downhill ziemlich wenig, aber es hat Spaß gemacht. Es ist eine Herausforderung, sie ist recht schwierig, das muss man sagen. Es gibt schwierigere, aber es ist einfach so ein Gefühl, das hat man in den Bikeparks nicht mehr. Also das ist eher so ein Gefühl von so einem, ja, so ein bisschen so ein Home-Trail. Also nicht diese perfekt geshapten, perfekt hergerichteten Trails wie in anderen Bikeparks, was ja auch cool ist, aber es gibt so ein bisschen so ein Gefühl von so, ja, schwierig zu erklären, aber es macht echt Bock. Es macht einfach echt Bock. Also die Schwarze ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich chillig. Oh wait, chillig, das falsche Wort ist. Anspruchsvoll, trifft's wohl eher. Ich glaube, man kann sagen, dass sich der Trail wie so ein Wanderweg anfühlt. Ich glaube, das trifft's echt gut. Gebaut wie ein Wanderweg und quasi nicht wirklich fürs Fahrrad gebaut, was ich aber nicht schlecht finde. Weil dann hat man mehr die Herausforderung, den Flow zu finden, mehr die Herausforderung zu finden, was die richtigen Lines sind. Und es ist einfach nicht alles so vorgegeben, weil in einem normalen Bikepark gibt es halt, weiß ich nicht, vielleicht eine Line oder so und die schießt halt einfach jede runter. Und es ist alles so gebaut, dass die Line funktioniert. Und in dem Bikepark ist es halt eher so, dass man sich selber raussuchen muss, was funktionieren kann. Und da kann man, glaube ich, auch dann lang rumtüfteln und hat echt Spaß dann, die richtigen Lines zu finden und zu finden, wie man den besten Flow rausbekommt, obwohl er eigentlich nicht da ist. Viele sagen ja, ja, die Line hat keinen Flow, bla bla bla, Scheißline etc. Ich sehe das ganz anders, weil man kann jede Line flowig machen, wenn man sie versteht. Ich habe sie noch lange nicht verstanden, also bitte, das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Da gibt es Leute, die tausendmal besser die Line runterfahren. Aber mir macht es Spaß, eine Line zu haben, die nicht perfekt ist. Und das trifft, glaube ich, auch den Bikepark ziemlich gut. Der Bikepark, der nicht perfekt ist, aber dadurch umso mehr Spaß macht. Und ja, natürlich ist es schon eklig, die ganze Zeit auf Kies rumzufahren, weil einfach das Grip-Level sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber auch das hat mir Spaß gemacht, weil man
lernt dann auch sein Fahrrad besser kennen. Man kann vielleicht auch seine Skills ein bisschen verbessern, wenn halt das Vorderrad wegrutscht. Und das passiert sehr oft in dem Park, das muss man einfach ganz klar so sagen. Man kann es halt doch wieder einfangen oder man merkt, wo ist das Limit, wo kann ich mich rantasten. Natürlich, wenn es einen dann mal hinhaut, auf Kies ist es natürlich sehr, sehr schmutzhaft. Und darum immer die komplette Schutzausrüstung anziehen, das auf jeden Fall, wenn ihr in den Bikepark geht. Also da mit Halbschale und vielleicht einem Knieprotektor rumzufahren, das reicht ganz sicher nicht. Es ist rough! Es ist sehr rough! Wow. Oh. Die Bewertung fällt mir dieses Mal aber wirklich sehr, sehr schwer. Ich mag die Downhill, ich mag die Jumpline, aber wirklich Vielfalt ist halt leider nicht da mit 1,5 wirklichen Strecken, weil ja der obere Teil der Flowline quasi nur der Kiesweg ist. Daher komme ich, und ich habe lange überlegt, auf 5 von 10 Schnitzeln. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr geben würdet. Ich bin da wirklich sehr, sehr unschlüssig. Und wie immer ist es natürlich nur meine Meinung. Also ihr könnt da gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da anderer Meinung seid. Da würde ich mich selber einen Austausch freuen. Auch die Trailpflege ist recht schwierig zu bewerten. Weil auf einer Downhill-Strecke will man ja auch roughe Trails haben. Und da ist eine Trailpflege jetzt auch nicht so wichtig. Für eine Flowline wäre ein bisschen Trailpflege auf jeden Fall nicht schlecht. Und da gibt es eigentlich recht wenig Trailpflege, das muss man einfach so sagen. Klar, es gab in letzter Zeit auch viele Unwetter, da sind bestimmt auch Schäden entstanden, aber allgemein ist so die Trailpflege in Ordnung. Wie gesagt, für mich ist es cool, wenn wenig Trailpflege ist, weil dann die Trails interessanter werden. Aber jetzt für jemand, der nur eine Flowline fahren will, ist es natürlich nicht so optimal. Und daher 3 von 5 Schnitzeln in der Kategorie Trailpflege. Der Lift ist eine Gondel, mit der man auf jeden Fall recht schnell und komfortabel wieder oben ist. Ein Fahrrad passt auf jeden Fall knapp rein zwar, mit meinem Riesenschinker hier, aber ich bin vorher auch mit 2 Fahrrädern drin gewesen und es funktioniert auch. Also 2 29er wird, glaube ich, echt knapp, aber 2 Fahrräder gehen rein. Aber natürlich wäre ein Haken außen am Lift viel, viel besser. Aber es funktioniert und der Lift ist schnell. Trotz dessen, dass es zwar recht eng werden kann, bekommt der Lift 5 von 5 Schnitzeln, da er wirklich sehr schnell ist und man unten fast keine Wartezeit hat. Die Anfängerfreundlichkeit ist wieder ein ziemlich schwieriges Thema. Da man ja als Anfänger quasi nur die Flowline fahren kann, die zur Hälfte aus einem Forstweg besteht. Und da weiß ich jetzt nicht, wie groß da der Spaß ist. Klar, weiter unten, links neben der großen Jumpline, das sind kleine Sprünge, da können sich auch Anfänger sehr gut rantasten und das macht bestimmt ziemlich viel Spaß. Trotzdem würde ich sagen, dass man für den Bikepark eher fortgeschritten sein sollte, da es auf Kies recht schnell sehr gefährlich werden kann, wenn man sich überschätzt. Ich komme also auf eine Punktzahl von 2 von 5 Schnitzeln in der Kategorie Anfängerfreundlichkeit. Aber falls ihr Anfänger seid und schon mal in dem Bikepark wart, könnt ihr ja gerne mal eure Erfahrungen schildern. Eine Tageskarte kostet 28 Euro und das ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Der Lift ist gut, der Lift ist schnell, da kommt man komfortabel hoch. Streckenauswahl könnte ein bisschen größer sein, dafür sind 28 Euro ein bisschen viel. Aber es ist in Ordnung. Maximalpunktzahl für kostenpflichtige Parks wie immer 4 von 5 Punkte und der Bikepark Bad Hindelang bekommt 3 von 5. Unter die Kategorie Gesamteindruck fällt dann alles andere. Was mir da ein bisschen aufgefallen ist, es ist ein bisschen schade, dass es zum Beispiel keinen Fahrradladen gibt beziehungsweise keinen wirklichen Shop oder keine wirkliche Location, wo sie quasi die Mountainbiker treffen, weil es alles eher für Wanderer ausgelegt ist. Das ist jetzt nicht schlimm, aber man merkt es zum Beispiel, weil halt auch wirklich recht wenig los ist. Also es waren vielleicht 10, 15 Leute maximal und das ist für einen Bikepark schon ziemlich, ziemlich wenig. Und dadurch kommt natürlich dann auch keine wirkliche Stimmung auf oder ja, man, ich würde nicht sagen, dass man sich nicht wohl fühlt, aber es ist halt, es ist kein Bikepark-Feeling. Das muss man so sagen. Trotzdem, Mitarbeiter und alle anderen waren sehr nett und sehr hilfsbereit. Also das hat alles richtig gut funktioniert. Und daher hält der Bikepark Bad Hindelang in der Kategorie Gesamteindruck 3 von 5 Schnitzeln. Insgesamt kommen wir auf eine Punktzahl von 3 von 5 Schnitzeln und die Community kommt auf 2,95. Da sind wir also wieder ziemlich ähnlicher Meinung. Damit sortiert sich der Bikepark Hindelang zwar recht weit hinten ein, aber das heißt noch lange nicht, dass es ein schlechter Bikepark ist. Weil wenn jemand wirklich Bock auf eine recht anspruchsvolle Downhill-Strecke hat und auch wirklich sein Können zeigen will, sein Können verbessern will und schon
okay, gut Fahrrad fahren kann, das ist ganz wichtig, dann macht der Bikepark einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ich hatte einen Tag lang sehr, sehr viel Spaß. Und das ist doch das Wichtigste. Also ich würde lange nicht sagen, dass das irgendwie der schlechteste Bikepark ist oder irgendwas ähnliches. Es ist ein sehr guter Bikepark für Leute, die gut Fahrrad fahren können. Ich sag nicht für Profis, ich sag nicht für irgendwie Leute, die Weltcups fahren, aber für Leute, die fortgeschritten sind. Anfänger haben meiner Meinung nach eher weniger Spaß. Und damit ist es geklärt, für wen ist der Bikepark Hindelang sinnvoll? Für Fortgeschrittene, die Bock haben auf eine Ruffled Downhill Strecke und nicht perfekt geshapte Float Race. Also Fazit, es ist sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll und macht sehr viel Spaß. Wie immer würde ich mich jetzt noch sehr über eure Meinung in den Kommentaren freuen und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als Like und Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.